Webserien. Zu edgy fürs Fernsehen, zu scheiße für Netflix. Sie sind die audiovisuellen Snacks der Mittagspause. Scheiße, die Bullen, Alter. Fuck, fuck, fuck. Haben wir noch Peps dabei? Haben wir die noch? Gar nichts mehr? Gar nichts mehr? Gar keine mehr? Gar kein Peps mehr? Zwei noch? Für angehende Filmemacher eigentlich ideal, denn im Internet können sie sich ausprobieren. Machen sogar Promis. Hier, Cassie David, die Tochter des Komikers Larry David. Sie tritt in seine Curb Your Enthusiasm Fußstapfen. I was wondering if you could maybe tell me, you know, like, what the deal is with her vagina. What? Like, how tight is it? Auch im deutschen Internet scheint inzwischen jeder, der eine Spiegelreflexkamera halten kann, eine Webserie zu machen. Wie es um die aktuelle Situation steht, warum Webserien das Craft Beer des Internets sind und meiner Meinung nach langsam mal Schluss mit Webserien sein soll, jetzt. Webserien sind fast so alt wie YouTube. 2006 erschien die erste mit dem Cyber-ICQ-Pornofalle-Gedächtnistitel Lonely Girl 15. Das war keine Pornofalle. Ich habe da 50 Euro bezahlt und dann war meine ICQ-Blume blau. Ich schwör. Kurz darauf entstand ein Comedy-Klassiker, Between Two Ferns. And then 2002 I actually made my way into the States. 2002? Yeah. After 9/11. Technisch gesehen ist das eine Webserie. Genau wie das, was heute darunter fällt. Eugen Spang zum Beispiel. Okay, Disclaimer, das ist eine Funkproduktion. Aber da geht es um einen Fitnesstrainer, der seinen Job verliert. Also beschließt er im Hinterzimmer einer Gaststätte, sein eigenes kleines Fitnessstudio aufzumachen. Und weil ich Sie so ernst nehme, bitte ich Sie, mich in Ihre Bewegungsabläufe einzuweihen. Figur 2, ne? Der beidhändig gestützte Circle Bang. Das ist schon eine knifflige Aufgabe, weil hier die Musculus rectus femoris gut trainiert sein müssen. Das hat so gar nichts mehr mit dem zu tun, was man sich eigentlich unter einer Webserie vorstellt. Die Bandbreite ist inzwischen echt beeindruckend und zeigt, wie sich die Webserien in den letzten Jahren entwickelt haben. Denn Webserien sind inzwischen hochprofessionell produziert. Neue Webserien sind von TV-Produktionen kaum mehr zu unterscheiden. Zum Beispiel Patchwork Gangster, auch eine Funkproduktion. Die Geschichte um einen Bankangestellten, der ins kriminelle Milieu rutscht, spielt optisch sogar in derselben Liga. Warum machst du Risiko? Du machst Ärger mit Roxana? Du breitest dich aus wie ein Geschwür in meiner Stadt. Und ich bin das Skalpell. Auch was die Stories angeht, es gibt jetzt echte Handlungen, wie bei echten Dramen. Deborah von The Changeman ist so ein hochwertiges Beispiel. Deborah ist meine Tochter. Wie lange ist sie schon weg? 4 Monate. Die Polizei hat aufgehört, nach ihr zu suchen. Und die Darsteller sind sowieso keine Amateure mehr. Selbst da, wo man sich noch denken könnte, das ist authentisch, das ist echt. Alter, unterbrich mich doch nicht, wenn ja, ich rede, du Wichser, Alter. Willst du, dass ich filme oder nicht, Mann? Halt die Fresse, Regisseur, Alter, du arbeitest hinten, bleib. Das sind inzwischen richtig gute Schauspieler. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht meine Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Und wo die Qualität so hoch ist, da dauert es auch nicht lang, bis alles für kommerzielle Zwecke missbraucht wird. In den letzten Jahren gab es eine Webserie, die extrem für Wirbel gesorgt hat. Die hier. Ich hab da schon Respekt vor den Dingern gehört. Sie? Also, wie lang? Sehen jetzt vielleicht ohne Kugel und sowas. Ist vielleicht nicht ganz so gefährlich, aber trotzdem sind die Dinger nicht ohne. Klar, per Definition eine Webserie, aber das Budget. Laut Zeit kostete die Online-Serie die Rekruten 1,7 Millionen Euro. Und es hat geklappt. Die Bundeswehr bekam so mehr Bewerber. So viel mehr, dass sie bei ihrer aktuellen Staffel Survival noch einen draufgesetzt haben. Die Fischaugenoptik ist weg, stattdessen gibt es coole Slow-Mos. Deshalb haben sich auch andere Firmen davon inspirieren lassen. Weil man ist mal so komplett auf sich allein gestellt und kann halt mal probieren, wie es so ist, wenn man dann auch später mal ausgelernt ist. Also eigentlich ganz cool. Wenn jetzt aber jede Firma anfängt, ihre Azubis vor die Kamera zu zerren, wird es auch wieder schwer, aus der Masse herauszustechen. Außer bei den Valulis-Sein-Videos, die haben das nicht nötig. Coca-Cola produziert deshalb lieber gleich eine eigene Kochshow. Mit der nötigen Brise Product Placement, versteht sie. Merke, wenn es um Webserien geht, setzen Firmen auf Altbewährtes. Anders als TV-Sender. Denn für die sind Webserien immer noch experimentelle Spielwiesen. Das Internet ist Artikel 13 zum Trotz immer noch ein relativ freier Ort. Vor allem frei von Quoten. Bedeutet, man kann sich hervorragend ausprobieren. Sogar wir. Das erlegt sie die Herren. Bedankt. Er dürt nicht lang.
Ein echter Holländer, ey. Ich werd bekloppt. Den hat mir die Schwester von der Glocke empfohlen. Die Käseglocke. Will man damit aber wirklich Erfolg haben, muss man sich ausnahmsweise ein Beispiel an der Bundeswehr nehmen. Die haben nämlich noch knackige 6,2 Millionen Euro in die Werbung für ihre Serie gesteckt. Viele Sender sehen dieses Internetzeugs aber immer noch als Testballon an, zu dem man sich nicht zu 100% bekennen muss. Christian Ulmen kann ein Lied davon singen. Seine Serie Jerks ist eigentlich eine Webserie gewesen, produziert von Maxdome, das ja über Umwege zu ProSieben gehört. Dank der guten Kritiken bekam dann Jerks doch noch einen Platz im normalen ProSieben-Programm und wurde damit von einem auf dem anderen Moment zur normalen Serie. Das zeigt, dass der Begriff komplett veraltet ist. So wie 486er oder sichere Rente. Denn was ist denn eine Webserie überhaupt? Also wie ist denn der Begriff definiert? Wissenschaftler haben sich dazu Gedanken gemacht und sind auf diese Festlegung gekommen. Webserien sind audiovisuelle Formen im Internet, die sich durch Serialität, Fiktionalität und Narrativität auszeichnen und die für das Web als Erstveröffentlichungsort produziert worden sind. Das war 2012, also genau ein Jahr bevor Netflix mit House of Cards um die Ecke kam. Laut Definition ist das nämlich auch eine Webserie. Aber was für eine, hochwertiger als Fernsehen und mit mehr Sex als im Fernsehen, also hinter den Kulissen. Dazu kommt, Fernsehen findet heute auch nicht mehr im Fernseher statt, wie wir euren Kommentaren entnehmen durften. Oh, ich hab gar keinen Fernseher. Wir haben seit einem Jahr keinen Fernseher mehr. Ich hab keinen Fernseher mehr. Ich hab kein Fernseher mehr. Und zahlt trotzdem 17 Euro. Oh, mein Glück, dass ich kein Fernseher besitze. Ich hab keinen Fernseher, bitte sich wieder ohne Fernseher hören. Kein Radio. Nutze bis auf Valulis auch das Online-Angebot der Öffentlich-Rechtlichen nicht. Internet, Fernsehen, Serien, es verschmilzt halt alle. Der Zusatz Web ist nur noch ein Relikt aus Zeiten, als das Internet ein reiner 56K-Rotlichtbezirk war. Vielleicht ist es schlauer, ab jetzt Serien von professionellen Anbietern wie Funk oder Netflix einfach nur Serien zu nennen. Und die anderen Independent-Serien. Oder noch besser, Fuck-You-TV-Serien. Was meint ihr? Denn ich finde, die Serien im Web könnten ruhig ein bisschen selbstbewusster auftreten. Ich meine, das Ziel, im linearen Fernsehen stattzufinden, ist sowieso voll 2002. Und wir wissen, wovon wir sprechen. Als Valulis ein Azubi muss ich diesen Kanal natürlich abonnieren. Aber ihr könnt es freiwillig machen, das ist viel toller. Und noch besser, ihr könnt diese Glocke drücken, ohne dass sie zurückdrückt. Die ist schon ein bisschen komisch. Abonnieren.